hier Räusperst. Es wurde viel spekuliert, ob der G8-Gipfel oder auch ob das 20-jährige Jubiläum irgendwelche Auswirkungen haben könnten. Wir hatten immer gesagt, wir rechnen grundsätzlich mit einem friedlichen 1. Mai, mit einer friedlichen Walpurgisnacht. Natürlich kann man einzelne Störungen von vereinzelten Personen nicht ausschließen. So war es auch in diesem Jahr heute. Aber insgesamt ziehen wir eine sehr positive und erfreuliche Bilanz.